So, hier mal dann was für die günstigen und kleinen. Nee. Hallöchen, Freunde, willkommen zurück bei Nerds7D und der Technikrunde 3. Das Ganze ist mit freundlicher Unterstützung von Banggood entstanden oder entsteht jetzt damit. Wir zeigen euch heute 12 Produkte, kurz und knappig. Dazu gibt es noch ein paar Gutscheine in der Videobeschreibung. Wenn ihr Lust drauf habt, könnt ihr das nutzen. Wenn nicht, nehmt ihr das als ganz normales Informationsvideo wie sonst auch. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Fangen wir an mit einer Kfz-Halterung, die eine Schnellklammer hier an der Seite hat, um das in dem Lüfterschacht festzumachen. Da steht nicht umsonst, das ist das Ring drauf. Da kann ich dann direkt ein Smartphone reinpacken und dann sieht man, dass es dann auch schon direkt festhält. Auch bei dickeren Geräten wie mein Nubia Red Magic 3S und Hülle hält es gut fest. Und ich glaube, das ist schon völlig selbsterklärend. Kostet 5 Euro ein paar zerquetschte mit Gutschein und ohne wahrscheinlich einen Hauch mehr. Als nächstes haben wir hier einen kleinen Typ C auf Typ C bzw. 3,5 mm Klinkenausgang. Das ist eigentlich selbsterklärend, wenn ihr ein Smartphone habt, welches nur über einen Typ C Ausgang verfügt, aber kein 3,5er Klinke, könnt ihr jetzt 3,5er Klinke nutzen und zeitgleich das Telefon auch beladen. Das Ganze liegt bei auch etwas um die 5 Euro und ich denke, wer ein modernes Telefon hat ohne 3,5er Klinke und sich jedes Mal darüber ärgert, dass er einen Adapter mitschleppen muss oder nicht parallel dazu laden kann, für den ist das Ding goldwertig. Ebenfalls extrem vorteilhaft eine Kfz-Ladehalterung von Xiaomi mit 20 Watt. Das ist natürlich dann nur für das Mi 9 im Prinzip vorbehalten, ist aber auch abwärtskompatibel. Das heißt, euer iPhone, Samsung und sonstige Geräte, die über induktive Ladefähigkeiten verfügen, können damit genutzt werden. Liegt bei 27 Euro mit Gutschein. Ist jetzt vielleicht nicht ganz günstig, aber es ist, glaube ich, soweit auch das einzige Ladegerät, was induktiv auch mit 20 Watt im Kfz beladen kann. Nehmen wir uns ein Smartphone, welches über induktive Ladefähigkeit funktioniert, gehen über diesen Sensor hier rüber, es öffnet direkt und bumm, da wird es aufgeladen. Seitlich befindet sich dann, ich nenne es mal den Release-Button, wenn ich den dann kurz halte, öffnet sich das Scharnier und dann kann ich das Telefon wieder rausnehmen. Das ist das ganze Geheimnis dahinter. Eine LED-Kranzbeleuchtung, man sieht es hier im Blau, zeigt natürlich dann auch an, dass das Ladegerät an ist. Wer jetzt sagt, ich habe gar kein Auto, wo ich mein Ladegerät drin aufbewahren kann und mein Telefon laden möchte, kann natürlich auch von Xiaomi das 20 Watt induktive Ladepad sich so für zu Hause zulegen. Das gibt's einzeln für knapp 15 Euro ein paar zerquetschte. Da fehlt aber das Kabel und das Netzteil. Es gibt auch eine andere Variante, da liegt beides mit bei, kostet dann aber, ich glaube, ich sag mal 10er mehr. Wer das Xiaomi Mi 9 seinen eigenen hat, ein entsprechendes Ladekabel und das entsprechende Quick Charge 3.0 Netzteil natürlich zu Hause. Für alle anderen, die müssten sich das nochmal extra kaufen. Ansonsten reicht die Leistung, die euer Netzteil ausspuckt, normalerweise nicht aus. Dann gibt es von Xiaomi auch einen schicken Akkuschrauber, der sehr wertig verarbeitet ist. Auf der Oberseite oder an der Rückseite hat man im Prinzip die Regelung, ob man nach links drehen möchte, gar nicht drehen möchte oder nach rechts drehen möchte. Auf der Vorderseite gibt es auch eine LED-Lampe oder ein Leuchtmittel, um das Ganze dann etwas besser im Dunkeln zu sehen. Dazu ein 12er Satz Bits und eine Verlängerung. Das Ganze ist aber nicht ganz günstig und liegt mit Gutschein bei 32 Euro. Hier muss man natürlich sagen, es ist eine wertige Verarbeitung, das Gerät ist auch sehr schwer, also für die Größe. Und es sieht natürlich auch ein bisschen anders aus. Für den Profi-Heimwerker wird es natürlich nichts sein. Da kann man natürlich auch hier zu irgendwelchen Bosch-Geräten greifen, aber die sehen halt eben so nach Akkuschrauber aus. Wer sagt, ich bin Xiaomi-Fanboy, ich brauche das unbedingt, der kriegt hier halt eben so einen metallenen Föhn für einen, ja, nicht ganz günstigen Preis, aber halt eben auch eine wirklich gute Verarbeitung. Was den Drehmoment angeht, wie gesagt, für den Profi-Heimwerker ist es nichts für mal eben eine Schraube irgendwo rein und rausdrehen. Dafür sollte es in den meisten Fällen reichen. Dann haben wir noch ein lustiges Spielzeug für diejenigen, die unterwegs gerne zocken und immer das Problem haben, dass die Energiezufuhr etwas zu kurz kommt oder das Spielen am Smartphone eben nicht so komfortabel ist, wie man sich das gerne vorstellt. Hier kriege ich auch große Telefone rein, die eine 9 cm Breite haben. Das Ganze gibt es als Kabel. Variante. Es gibt es als Variante mit 1200 mAh Akku und in eine Variante mit 4000 mAh Akku. Dann schieben wir einfach das Smartphone rein und dann ist es, glaube ich, schon erklärend, wofür diese Tasten hier sind. Und zwar lösen sie direkt das Display aus und können bei, wie zum Beispiel Spielen wie PUBG, natürlich so konfiguriert werden, dass ich dann mit den Triggern hinten mir quasi Shortcuts lege, um besser zu spielen. In den meisten Fällen ist es, na klar, der Zoom und Schießen, vielleicht nochmal nachladen und vielleicht springen oder hinlegen. Das könnt ihr euch selbst konfigurieren. Das Ganze, wie gesagt, ist auf der Unterseite mit einem USB-Ausgang
behaftet in der 1200 bzw. 4000 mAh Akku-Variante, um halt das angeschlossene Telefon auch zu beladen. Alternativ kann ich hier noch einen Knopf drücken und dann springt hier die blaue LED-Leuchte an und ein Lüfter. Den sieht man natürlich von der Rückseite wie auch von der Seite und dann kann ich das Gerät, was ich dort reingelegt habe, auch direkt nochmal kühlen. Und wenn es um den Preis geht, knapp 8 Euro, denke ich, ist völlig in Ordnung mit Gutschein. Dann habe ich noch was Schönes für die Ironman-Fans und zwar den Arc Reactor MK1 mit transparentem Gehäuse. Das Ganze ist hier drin, ein Bausatz. Das ist das Modell, was ich mir vor einem Monat mal selbst gekauft habe. Und mit angelegter Stromversorgung kann ich den Reaktor auch zum Leuchten bringen. Wie gesagt, das Ganze ist ein Bausatz, der ein bisschen frickelig ist, aber für 17 Euro macht man hier erstmal gar nichts falsch. Es sieht unglaublich gut aus. Es gibt von diesem Arc-Reactor mehrere Varianten. Es kann durchaus sein, dass dieser Schriftzug da nicht mit beiliegt. Da müsst ihr vorne mal ganz kurz gucken, welche Typennummer oder Verkaufsnummer dahinter steht. Die sind unten damit aufgelistet. Ansonsten könnte es aber im Ganzen auch so aussehen und ich finde, ein ultra geiles Gadget, gerade für diejenigen, die ein bisschen basteln wollen. Übrigens, man muss nur kleben, ein bisschen Farbe raufbringen, ohne Löten, ohne alles. Hinten der Stecker ist Plug and Play und quasi ist es relativ einfach zu machen, wenn man so ein bisschen handwerklich Geschick hat. Ich finde, ich habe, glaube ich, das Doppelte bezahlt, 30 Euro, bin trotzdem mega zufrieden. Dann haben hier wir noch ein schönes Notebook, 15,6 Zoll, Teclas F15 nennt sich das Ganze. 15,6 Zoll großes Display, voll laminiert. Mit 1920x1080 Pixel Auflösung. Angetrieben wird die ganze Geschichte von einem Intel Celeron N4100. Hier gibt es 8 GB Arbeitsspeicher, DDR4 RAM drin und 256 GB SSD. Das Ganze ist natürlich ein Windows 10 Betriebssystem und kann auch auf und zu geklappt werden. Das Ganze ist in schön Aluminium gehalten. Seitlich haben wir dann den Stromeingang oder die Möglichkeit zum Beladen. Hier haben wir dann Mikrofon- bzw. Kopfhörerausgang. Und auf der Rückseite Micro-SD-Port bzw. ein HDMI-Ausgang. Mal gucken, wie wir die Klappe abkriegen. Gummi ist jetzt nicht so toll, aber könnte man auch offen lassen. 2 vollwertige USB-Ports und eben den HDMI-Ausgang. Und das war's an Anschlussmöglichkeiten. Auf der Unterseite gibt es natürlich die Kunststofffüße und ein CE-Zeichen sowie die Wartungsklappe, um die SSD-Festplatte auch auszutauschen. Die Tastatur ist beleuchtet, das ist eigentlich ganz cool. Allerdings hat sie das natürlich den Nachteil bei diesem Gerät, dass sie wieder nur amerikanisches Layout bietet. Das heißt, hier muss man entweder damit schreiben können oder man packt sich sozusagen ein paar Aufkleber drauf, um dann halt mit dem deutschen Layout zu schreiben. Das funktioniert gut, benutze ich privat auch. Ansonsten muss ich erstmal sagen, sieht das auf den ersten Blick erstmal sehr gut verarbeitet aus. Was mir auch gut gefällt, ist, dass das Touchpad, das Trackpad hier unten sehr, sehr groß ist. Und jetzt so im Test erstmal quasi sehr gut funktioniert. Wirklich getestet haben wir es ja noch nicht. Das kommt vielleicht noch. Ansonsten fühlt sich die Tastatur auch erstmal gut an. Ich kann hier natürlich klar mit ein bisschen Kraft das Ganze ein bisschen eindrücken, aber hier kurzer Weg und die schlagen auch direkt an. Das gefällt mir schon mal. Bluetooth gibt es, Dualband WLAN gibt es natürlich auch. Preislich liegen wir hier mit einem Gutschein bei 287 Euro. Das ist vielleicht noch ein bisschen hochgegriffen, wenn der Preis vielleicht auf unter 250 Euro fällt, ist das, glaube ich, mit der gegebenen Hardware. Das heißt, es ist eine Hardware für den Alltag. Immer noch ein ganz gutes Angebot. Eine Megapixel Frontkamera haben wir natürlich auch für Facecam oder Chat oder irgendwas, Skype und sowas in die Richtung. Qualitativ darf man da natürlich nichts erwarten. Hier haben wir dann das Redmi 7A. Das ist ein 75 Euro günstiges Smartphone mit einer sehr kompakten Größe. Klar, man darf jetzt hier nicht die beste Hardware erwarten. Auch das Display ist meines Erachtens jetzt nicht so hell, reicht aber erstmal aus. Bei direkter Sonneneinstrahlung wird es dann wahrscheinlich nicht reichen. Hier ist ein Snapdragon 439 Octa-Core mit 2 GHz drin verbaut. Es gibt eine 232er Variante. Es gibt auch eine größere bzw. noch eine kleinere Version. Das Display selbst misst zarte 5,45 Zoll und ist mit 1440x720 Pixel aufgelöst. Der Snapdragon 439 ist jetzt im ersten Moment erstmal recht flott. Das sieht ganz vernünftig aus. Wie gesagt, das Ding kostet 75 Euro, bietet nur Face Unlock. Das heißt, ein Fingerabdrucksensor gibt es nicht. Aber auf der Rückseite haben wir eine 12 Megapixel Sony IMX486er Kamera. Und auf der Vorderseite gibt es nochmal 5 Megapixel für die Selfies. Ansonsten, was auch sehr cool ist, 4000 mAh großer Akku. Damit sollte man eigentlich auch gut über die Runden kommen. Und ich packe mal einfach mal kurz das Mi 9 mit Hülle dazu. Das ist 6,39 Zoll groß. Und ich glaube, jetzt sieht man so ungefähr,
wie klein und handlich das Redmi 7A eigentlich ist. Wer jetzt sagt, okay, aber das 7A ist ja gar nicht das aktuelle, könnt ihr natürlich auch zum 8A greifen. Da habt ihr dann ja einen coolen, großen 5000 mAh Akku drin verbaut, aber das Gerät ist dann auch 6,22 Zoll groß, was das Display angeht. Liegt momentan aber auch noch bei um die 100 Euro. Technisch, wie gesagt, macht es nichts anderes. Der Snapdragon 439 ist der gleiche. Wie gesagt, ihr bekommt nur ein großes Telefon mit einem noch größeren Akku. Wer jetzt sagt, brauche ich nicht, ich spare lieber 25 Euro, dann kann man natürlich immer noch zum 7A greifen. Dann haben wir noch ein günstiges Tablet. Aktuell liegt es bei 100 Euro. 10,1 Zoll mit einer Auflösung von 1280 x 800 Pixel. Nennt sich Teclast P10S und wird von einem eher unbekannten Prozessor angetrieben mit 1,6 GHz, der noch in 28 Nanometer gefertigt ist. Vom Leistungslevel erreichen wir hier trotzdem ein bisschen was über die 90.000 Antutu-Punkte. Für den günstigen Preis bekommt ihr aber auch LTE, allerdings fehlt es an Band 7 und Band 20, das heißt in Deutschland wird man das in der Form nicht nutzen können. Aber immerhin gibt es auch GPS. Von der technischen Seite haben wir noch 2 GB RAM und 32 GB Speicher drin, die auch erweitert werden können. Und ich muss erstmal so sagen, auf den ersten Blick gefällt es mir, was die Verarbeitung angeht, ziemlich gut, weil wir hier wirklich auch ein voll laminiertes Display haben. Das heißt, zwischen Display, Glas und dem Panel ist kein Luftspalt zwischen. Die Ränder sind auch so leicht abgekrümmt und es wirkt erstmal sehr gut. Was die Display-Helligkeit angeht, sieht man schon, okay, so wahnsinnig toll ist es jetzt nicht. Reicht aber für den Innenbetrieb aus. Es gibt noch einen 6000 mAh Akku und das System ist in der meisten Zeit auch flüssig. Ich habe jetzt schon ein bisschen was vorinstalliert und ein bisschen durchprobiert. Das gefällt mir soweit ganz gut. Widevine Level L3 wird natürlich nur unterstützt, das heißt Full HD Streams kann man nicht nutzen, wären auf dem Display mit der geringen Auflösung wahrscheinlich aber dann auch nicht ganz so dramatisch. Wichtig ist natürlich auch noch der Punkt, dass es hier sich um ein Android 9 Tablet handelt und mit Updates würde ich wahrscheinlich jetzt hier nicht allzu groß rechnen, aber für die meisten Schandtaten ist das Gerät nutzbar. Was die Leistungsfähigkeit dieses Tablets angeht, würde ich sagen, für Casual-Spiele kann man das benutzen. 2 GB Arbeitsspeicher sind aber echt nicht mehr die Welt und es könnte auch hier schnell an seine Grenzen kommen. Das merkt man auch in den Lese- und Schreibraten. Das heißt, Apps brauchen schon ein bisschen länger, bis sie geöffnet werden. Es ist definitiv kein schlechtes Tablet, aber es ist halt eben für den Standard-Medienkonsum wie Facebook, Instagram, Twitch, Twitter, was weiß ich, was man damit konsumiert, geeignet. Vor allen Dingen Akkulaufzeit fand ich erstmal ziemlich gut. Ich habe das jetzt schon 6-7 Stunden angehabt und bin noch bei 58%. Also der lief jetzt einfach im WLAN nur YouTube und ich finde, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Aber ich muss auch einfach sagen, 100 Euro als Import mit dieser Hardware und nur einem HD aufgelösten Display, da kann man schon fast zu so einem Amazon-Tablet greifen, was nicht schlechter ausgestattet ist und vielleicht von der Anpassung der Software noch ein bisschen besser, ein bisschen flüssiger läuft als das, was ich jetzt hier bekomme. Da muss man selber ein bisschen abwägen, was mag ich nicht. Aber der Konkurrenzkampf der Tablets ist auch in Deutschland ziemlich fortgeschritten und wie gerade gesagt, kann ich dafür einen ähnlichen Preis auch gleichwertige Geräte schon bekommen. Dann haben wir noch was für die Ohren bzw. was auf die Ohren und zwar die Edifier Kopfhörer. Die habe ich jetzt selbst noch nicht in der Hand gehabt, sind per Bluetooth koppelbar, besitzen aber auch einen 3,5er Klinkenport, um zum Beispiel das Ganze per kabelgebundene Verbindung zu nutzen. Fühlen sich erstmal sehr leicht an, sind auch komplett aus Kunststoff hergestellt, auch wenn das jetzt hier vielleicht von der Lackierung etwas anderes suggeriert. Vom Kopfpolster fühlt sich das erstmal so ganz weich an. Natürlich kann ich auch hier die Seitenabstände etwas verstellen. Das fühlt sich erstmal ja normal an. Also der Kopfhörer selbst liegt so bei ein bisschen was über 60 Euro. Ich würde jetzt schon mal behaupten, auch wenn er NFC hat, ist es schon ein hochgetriebener Preis. Das Ganze ist hier oben am Kopfband auch weich und halbwegs gut gepolstert. Ist natürlich klar nur ein Pappstreifen, der jetzt hier umnäht wird. Ich sag mal, so rein optisch sieht das ganz vernünftig aus. Setzen wir uns die On-Ear-Kopfhörer mal auf. Die schirmen jetzt schon ein bisschen ab. Vom Gefühl her würde ich sagen, sind meine Lauschlappen am Kopfhörer selbst, liegen sie schon an. Die Polster selbst umschließen das Ohr natürlich nicht ganz. Dafür ist es halt in On-Ear und nicht Over-Ear. Ich habe aber relativ kleine Ohren, die verschwinden schon noch so ein bisschen mit in den Polster drin. Vom Sitz her, vom Anpressdruck ist es in Ordnung. Das stört erstmal nicht. Das fühlt sich erstmal ganz gut an und ich würde sagen, hauen wir einfach mal Musik rein. So, ich habe jetzt mal einen kleinen Eindruck verschafft. Klanglich sind sie okay. Also ich würde jetzt sagen nicht, dass sie in einem Preissegment von 60 Euro groß damit halten können. Das ist ein guter Klang. Wir haben auch einen guten Bass. Das ist allerdings ein bisschen basslastig angehaucht. Ich sag mal eher so eine Mainstream-Optimierung. Mitten- und Hochtöne sind in Ordnung. Wahnsinnig viele Details hört man jetzt auch nicht raus. Es ist okay, würde ich sagen. Aber ich sag mal, für 62 Euro würde ich die jetzt mir höchstwahrscheinlich nicht kaufen. Vom Sitz her sind sie okay. Man kriegt natürlich auch wieder schnell warme Ohren.
Ich glaube, da gibt es bessere Alternativen. Also mein erster Eindruck ist da jetzt nicht so unglaublich gut. Also ist okay für einen normalen Musikgenuss, aber wer wirklich was Hochwertiges sucht und aus China bei 60 Euro mehr erwartet, ich glaube, der ist hier nicht ganz gut beraten. Dann haben wir noch was ganz Spezielles, und zwar eine Jacke von Xiaomi. Das ist aber nicht nur irgendeine Jacke, sondern die hat integrierte Heizpads, und zwar ganz genau zwei Stück. Eine befindet sich oben im Nacken und das andere Heizpad hinter dem verschränkten Arm auf dem Rücken in der Mitte. Und das Ganze kann mit einem USB-Kabel, was hier in der Tasche rausguckt, einer Powerbank, kann das betrieben werden. Die Powerbank müsste dann aber natürlich relativ kompakt bleiben, so dass man hier die auch in die Tasche noch reinbekommt. Das heißt, hier so einen 20.000 mAh Boliden, den werdet ihr wahrscheinlich nicht in die Tasche bekommen. Haben wir die Powerbank dann verstaut, damit die Jacke auch weiterhin wasserdicht bleibt, haben wir hier unten einen Knopf. Wenn ich einmal drauf drücke, sehe ich, ich habe Strom drauf. Halte ich die ganze Geschichte, sieht man, dass es auf Rot umwechselt. Das bedeutet, dass wir jetzt hier auf 50 Grad die Jacke aufheizen, an diesen zwei genannten Stellen. Drücke ich noch einmal drauf, wechselt das auf Orange, dann haben wir 40 Grad. Das klingt jetzt erstmal sehr viel, ist es auch. Und gerade wenn es draußen kalt ist, ist es sehr angenehm, wenn es am Rücken den Rücken im Prinzip wärmt oder halt eben oben im Nacken ebenfalls wärmt. Habt ihr einen Schal noch mit rum, wird der ebenfalls mit warm und dann verteilt sich das Ganze natürlich auch. Das heißt, für die kühlen Wintertage ist das auf jeden Fall sehr, sehr geil. Wenn ich den Knopf dann wieder länger halte, dann geht die ganze Geschichte auch wieder aus. Wir haben die Jacke natürlich schon mal ausprobiert und ich war davon tatsächlich sehr überzeugt. Vor allen Dingen auch, dass sie halt imprägniert ist, dass die Reißverschlüsse auch hier wirklich komplett dann wasserdicht sind und dass wir im Prinzip eine Daunenfütterung haben von Wild oder von Gänsen. Das sieht man jetzt natürlich nicht, aber das Ganze ist wirklich weich gepolstert und sehr bequem. Hier oben drin steht jetzt XL. Ich trage normalerweise XL. In dem Fall muss ich euch sagen, lest euch aber nochmal die Beschreibung auf der Webseite durch, also bei Banggood. Da ist nochmal geschildert, wie groß denn XL in dem Fall ist, weil ich für meine Person hätte höchstwahrscheinlich XXL bestellen müssen, dass ich nach chinesischen Maßstäben auch in diese Jacke reinpasse. Ja, meine Empfehlung ist im Prinzip, wenn ihr euch diese Jacke bestellen wollt, dann nehmt sie eine Nummer größer. Man merkt schon, XL, und ich habe jetzt hier im Prinzip noch nichts weiter drunter außer ein T-Shirt. Aber sie sitzt trotzdem sehr bequem und ist auch sehr warm. Und man merkt, wie gesagt, auch direkt im Nacken oder im Rücken, wenn dass die Heizpads im Prinzip ihre Leistung erreicht haben, dass es auch wirklich schön warm ist. Kommen wir zum Preis. Normalerweise bei 140 Euro. Mit Gutschein haben wir jetzt tatsächlich, kurz mal auf meinen Spickzettel gucken, 95 Euro. Ich denke, das ist sehr interessant. Wenn man jetzt sagt, ja, ich will nur eine normale imprägnierte Daunenjacke haben, dann muss ich das natürlich nicht aus China bestellen. Wenn ich aber halt eben dieses Heizfeature dazu on the top haben möchte, glaube ich, ist das ein sehr guter Preis. Qualitativ muss ich sagen, gefällt die Jacke richtig gut. Die sitzt, wie gesagt, vernünftig, ist imprägniert, hält warm und ist halt nur für unsere europäische Maßstäbe ein bisschen zu klein. Also da einfach beim Kauf darauf achten, dass die Jacke entsprechend größer gekauft wird. Wenn ihr Fragen habt, rein damit in die Kommentare, wenn die Gutscheine funktionieren und ihr uns damit unterstützen wollt für die Zukunft unserer Webseite oder des YouTube-Kanals, dann freut uns das. Wenn nicht, nehmt es einfach als ganz normales Informationsvideo hin. Wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, in die Kommentare rein oder bei uns auf der Webseite gestellt. www.nerd7.de, Facebook, Instagram, Twitch und Twitter. Auf Twitter bin ich Dienstag, Donnerstags und Sonntags ab 19:30 Uhr online. Auch da könnt ihr mir Fragen stellen. Und ich ziehe jetzt die Jacke aus und gehe wieder weg. So, dann winke, winke.